Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, zu Cyberpunk 2077. Wir machen mal wieder einen Trip zurück durch die Zeit, sind jetzt im Jahr 2013 und erfahren, was nun so wichtig an Alt Cunningham ist und sind hier in der Rolle von Johnny Silverhand unterwegs. Richtige. Du bist der Einzige, der mir auf den Sack geht. Weil es allen anderen zum Hals raushängt. Die haben es aufgegeben, zu dir durchdringen zu wollen. Du bist völlig durchgeknallt. Du weißt genau, warum ich es tue. Nein. Um Arasaka so auf den Sack zu gehen, dass sie dir eine tiefenwirksame Bleidusche verpassen? Ich bin aber der Einzige, der eine Vision hat. Wie gesagt, solange du keine bessere hast, fick dich ins Knie. Scheiße. Nichts am Konzert oder an Carrie? Hä? Dachte, du würdest heute nicht kommen. Ich sorg dafür, dass du es tust. Hab's mir anders überlegt. Johnny Boy. Bist ja ganz in Wallung. Meine Güte. Schade, dass es da schon war. Musst du es echt jedes Mal versauen? Immer, wenn ich mich zur Abwechslung mal gut fühle. Wenn du dich gut fühlst? Aber sicher doch. Manchmal kannst du ein richtiges Arschloch sein, Johnny. Hast du es echt auf mich abgesehen heute? Nicht nur heute. Wie kannst du all die Andeutungen nicht wahrnehmen? Echt komisch für einen Künstler. Lief doch toll. Was ist denn jetzt los? Das pisst mich komplett an. Denn du wusstest, auf was du dich einlässt. Tja, wenn du nur ein charismatisches, narzisstisch veranlagtes Arschloch wärst, das selbst verliebt seinem Traum hinterherjagt, wär's mir egal. Aber? Ist alles aufgesetzt. Das Konzert, Samurai, alles. Eine gigantische Lüge. Du bist kein Rockstar, Johnny. Sieh's ein. Du solltest dich den Spinnern an den Straßenecken anschließen, die mit Schaum vorm Mund nieder mit Arasaka brüllen. Verstehe. Denkst also, du hättest mich durchschaut, wie? Du weißt genau, was ich meine. Sieh dich an. Sogar dir selbst machst du was vor.
Ist wahrscheinlich das, was du am besten kannst. Vortäuschen. Du hast Angst. Du und Carrie. Ihr beide seid Feiglinge. Ich bin der Einzige, der sich traut, was gegen Arasaka zu unternehmen. Und scheiße, das macht ihr Angst. Euch allen. Klar. Johnny ist missverstanden von ganz Night City. Das ist es. Da liegt das Problem. Du hast einen Schuss. Wir wollten uns gegenseitig das Hirn rausvögeln, nicht meins analysieren. Hab heute keine Verwendung mehr für dich. Also verpiss dich. Weißt du, ich dachte... Dass das was Ernstes ist? Wir uns nahestehen? So nah, dass du mir wegen was auch immer ans Bein pissen kannst? Hast ja ganz schön Vorstellungskraft. Wohin gehst du? Hab noch was vor. Alt. Spaß dir. Für wen auch immer. Was sind das denn für Typen? Und, wie lange willst du noch angepisst sein? Lass uns abhauen. Willst du ein Schlückchen mittrinken, Silberrocker? Ein andermal, Chumbas. Aber was, wenn's kein anderes Mal gibt? Hm? Johnny Boy? Nein! Johnny! Nein! Was da eben passiert? Waren das Mantis-Klingen? Lass mich einfach in Ruhe! Johnny! Lass mich los! Okay, war das jetzt Arasaka? Haben nicht ziemlich zugerichtet, was? Komm, hoch mit dir. Lang nicht gesehen, Johnny. Wann habe ich dich das letzte Mal zusammengeflickt? Vor 2 Wochen? Mann, hab ich dich vermisst. Blödsinn. Du Mistkerl konntest dich nicht mal zu einem Holo-Anruf durchringen. Du solltest doch zur Nachuntersuchung vorbeikommen. Er ist wie ein Sohn für mich. Das sehe ich. Und wer ist dieser Albert Wesker-Verschnitt da? Ach, wie sieht's da unten aus? Junge, ich hab dir so viele Schläuche in den Arsch geschoben, dass man dich als Espressomaschine verwenden könnte. Hab noch eine künstliche Leber dazu gepackt. Deine alte sah übler aus als eine Tüte voll Scheiße. Großartig. Ewiges Leben, ich komme. Trifft sich gut. Wo ist Alt? Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war. Er hat dich gebracht und sonst niemanden. Fuck, sie haben sie. Keiner hat was gesehen. Frag deinen Retter. Meinte, er heißt Thompson. Das war Arasaka, stimmt's?
Für dich ist das immer Arasaka. Weil's immer Arasaka ist. Wir müssen reden. Okay. Ist zwar nur Stückwerk, aber die Naht sollte halten. Ruh dich aus. Ein paar Stunden, damit sich die Stiche beruhigen können. Aha. Johnny. Ach, vergiss es. Du hörst eh nicht auf mich. Also, rede. Die wollten sie. Du warst halt im Weg. Und du standst nur eierschaukelnd rum, blöd glotzend und von morgen träumend. Hätte ich mich eingemischt, hätte er uns beide zersäbelt. Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht. War zu schnell dafür, hm? Tech wie diese findet man nicht auf der Müllhalde. Hast Glück gehabt. So ein erstklassiger Hinweis. Gutes Material. Echt schade, dass mein Hinweis hinten in den Van geschmissen wurde, der dann abgedüst ist. Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch dein Output, oder nicht? Geht dich ein Scheiß an! Unentschlossen, was? Ja, soll zwischen euch ganz schöne Spannungen gegeben haben. Ehrlich, mich interessieren euer Liebeskram und eure Sexkapaden null. Ich will wissen, warum Arasaka sie gekrallt hat. Dass sie Alt entführt haben, nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht's um mich. Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient? Die Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt. Und? Eine unter wie vielen? Nein. Die einzige Verbindung zu Arasaka ist, dass Johnny Silverhand sie knallt. Sie hat in letzter Zeit für ITS gearbeitet. Hat für die ein echt krasses schwarzes Eis geschrieben. Unknackbar, nicht reproduzierbar. Ich glaube, Johnny ist ein bisschen sehr selbst überzeugt. Arasaka wollte sie haben. Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme im Konzernwettstreit. Moment. Alt wollte dich heute Abend treffen. Hat gesagt, sie könnte meine Hilfe gebrauchen. Hatte auch Grund dazu. Saka hat es schon mal probiert, nur dass Alt ihn damals durch die Mantisklingen schlüpfen konnte. Meinst du, sie hatte Angst und hat sich an dich gewendet? Yep. Und ehrlich gesagt verstehe ich langsam, warum. Okay, was wollen die? Soulkiller, eine KI. Schon mal gehört? Ah, klar. Großstadtlegende mit einem echt beschissenen Namen. Von wegen Legende. Soulkiller existiert. Und deine Chumbas bei Saka haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat. Stell dir das mal vor, wenn Saka Soulkiller nach Belieben einsetzen könnte. Übel, ganz übel. Kannst du dir das vorstellen? Nichts wird Arasaka stoppen können. Jeden Runner, der versucht, an ihrem Eis zu kratzen, wird Soulkiller einfach ausknipsen. Ich hab's gesehen. Es gibt nicht den geringsten physischen Schaden am Nervensystem oder sonst wo. Keine Geräusche, keine Zuckungen, kein Gestank. Nur Gehirnströme, die urplötzlich stillstehen. Als hätte jemand den Stecker gezogen. Oder die Seele aus dem Körper gerissen. Cool. Erzähl mir den Rest unterwegs. Hör ich da massive Zweifel raus? Älteste abgedroschene Story der Welt. Arasaka wollte mich provozieren. Und es hat geklappt. Oh Mann, Johnny, wenn du dich da mal nicht verrennst. So. Ich glaube, als Johnny brauchen wir keine Items oder so, ne? Ich glaube, als Johnny müssen wir einfach nur die Wegpunkte ablaufen. Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower, um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Komm mit. Kannst mir über die Schulter gucken. Machst du ja scheinbar gerne. Oh, Johnnys geile Karre. Eigentlich ja ein Porsche, ne? Ich warte im Wagen. Man sieht aber auch nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss.
Man sieht mich, dass das Porsche-Logo am Lenkrad fehlt. Und ja, die Karosserie ist 1A, der silberne Porsche. Wo zur Hölle ist Rogue? Oben. Sitz. Entspann dich. Ah ja, das Afterlife war also früher das Atlantis. Silverhand! Hab hier einen Schuldschein mit deinem Autogramm drauf! Heute ist dein Glückstag. Oh, danke. Was, um die Kehle zu ölen? Das Übliche. Bitte. Hast du Rogue gesehen? Ja, sie ist oben. Hab gehört, ihr beide wärt nicht mehr, Tja, falsch gehört. Verficktes Teil! Johnny, hilf mir mal kurz. Hab gehört, du redest nicht mehr mit mir. Weiß nicht. Ich scheine doch gerade mit dir zu reden. Naja. So, wo ist jetzt hier Rogue? Und, was ist jetzt? Jetzt kannst du dich ins Knie fecken. Danke. Was zur Hölle? Ah, du bist's. Nein, behalt die. Wer weiß, wo die Fresse schon überall gewesen ist. Ich telefoniere mit meinem unsichtbaren Handy. Allein, soweit ich das sehen kann. Johnny. Alles senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen. Ist Rogue auch da drin? Ja, aber... Ja, ja, privates Treffen. Wird super unaufdringlich, unauffällig sein, versprochen. Gott, wie ich diese Dreckstadt hasse. Johnny. Kenn dich nicht. Kein Problem. Solange alle anderen wissen, wer Johnny Silverhand ist. Bin froh, dass ich dich gefunden habe. Dachte, du hättest vielleicht die Stadt verlassen. Wir warten auf einen Kunden. Einer, der auf Diskretion Wert legt. So sehr, dass er selbst nicht mehr aufgekreuzt ist. Bringt also nichts, hier rumzusitzen. Immer noch angepisst wegen neulich? Was meinst du, Johnny? Dass du mich angelogen und das Leben meiner Leute aufs Spiel gesetzt hast? Oder dass du hinter meinem Rücken drei Frauen gevögelt hast, bevor es mit uns vorbei war? Neuer Partner? Muss schon sagen, dein legendärer Charme überbewertet. Oder mit dem Alter abgeschlafft. Hast du einen Job für uns, Rockstar? Oder willst du hier nur groß labern? Hör zu, da war was zwischen uns. Aber wir haben jetzt echt keine Zeit für Gefühle. Ich hab's nicht eilig. Ich hab einen Job. Mehr nicht. Ist dringend. Aber ich hab Knete. Wie viel? Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ab. Rocksteady hat gerade den Geldbeutel gezückt. Du raffst es nicht. Er ist nicht wegen dem Job hier. Er will mich bescheißen. Beim letzten Dann Mal. Du bist diesmal schlauer. Verlang die Kohle einfach im Voraus. Also, wie viel, Rockstar? Hat mit Arasaka zu tun. Wenn ihr nicht wollt, verstehe ich das. Du wolltest meine Aufmerksamkeit, jetzt hast du sie. Warst du allerdings auf den Freundschaftsrabatt aus, hast du dir gerade ins eigene Knie geschossen. Hey, Konzerne hart rannehmen. Ihr zwei macht das sonst aus Spaß. Aus Spaß, aber nicht umsonst. Das überlassen wir den Rocker Boys. Ist wichtig. Nennt mir euren Preis. Aha. Also entweder schwimmst du im Geld, oder du glaubst, dass wir eh nicht lebend rauskommen. Wie auch immer. Du kommst mit.
Deal. So ist es. Dringend, allerdings. Johnny, hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand, Sie werden uns begleiten. Bringst du mich zu alt? Hatte ich mir gedacht. Na los, an die Arbeit. Hast ja echt einen großen Fanclub. Oh. Ah. Gib's dir oh. Ja, oh. Yeah. Zeig's ihm. Oh. Erstmal Mikrofon entmuten. Im Ernst? Wen hast du diesmal angepisst, Johnny? Mann am Boden! Position übernehmen! Er packt oder so! In Deckung! In Deckung! Sieht ziemlich übel aus. Zieh dich lieber zurück. Wir haben schwere Verluste! Alter, die ballern ja den ganzen Laden zusammen. Was soll denn das, ihr Idioten? Ja, ich bin dabei, Leute. Der Fahrstuhl kommt gleich. Ja, Johnny kann seine Lebenspunkte automatisch regenerieren. Deswegen sind die Missionen ja recht einfach zu spielen. Und man kann ja einfach schön eskalieren, ein bisschen rumballern. So, weiter geht's, Leute. Fahrstuhl ist da. Ja, kommt rein. Jemand? Nein, dachte ich mir. Bereit oder nicht? Jetzt komm ich. So, mal los jetzt hier. Dauert das noch länger? Unten werden noch mehr sein. Darauf wette ich. Ich höre Feuer, Feuer. Kommst du? Thompson wartet im Auto auf mich. Wer? Medienfuzzi. Kennst du ihn nicht? Oh, ja! Zeig ihn! Ich muss nachladen. Halt sie auf! Oh, ja, 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 ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Dreck da! Muss kurz regenerieren. Oh. Ja, richtig krasse Ballerei hier. Gib mir Deckung! Brauchst du Sanitäter? Sanitäter? Boah, kannst die gerne alle haben, sag ich mal so. Yeah! Rein in die Karre! Wir haben gewonnen. Hauen wir von hier ab. Wir sind direkt hinter dir. Wir haben jemanden am Arsch. Arasaka, Evie! Die dürfen uns nicht erwischen! Konzernratte!
nicht so übel. Und jetzt? Wir müssen die loswerden. Nächste rechts, los! Kommst du zu lenken? Die haben wir abgeschüttelt. Ich halte an, dann unterhalten wir uns. Also dann, wen holen wir aus den Fängen von Arasaka? Alt Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower. Haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Yep, wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Nance, sie weiß, wie man Publikum anzieht. Ich ruf sie an. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Ein Gig für die Geschichtsbücher. Keine Zahlen zu gemeinen Anzahl der Verletzten bekannt. Aber unser Reporterteam ist direkt vor Ort am Arasaka Tower. Und sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Alles klar. Du nimmst die ganze Sache auf? Warum? Willst du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Sieht ein bisschen aus wie Val Kilmer. Kennst du ihn gut? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Außerdem bringen Reporter Pech. Was? Pech? Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen. Da sorgt euch drum, falls wir es rausschaffen. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Ich werde angegriffen. Mainframe. Wir müssen den Mainframe finden. Soldat am Boden! Vorrücken! Richtig los! Ja! Abgeschlossen. Was jetzt? Kümmern mich drum. Geht mir Deckung. Bereit oder nicht? Jetzt komm ich! Achtung. Ich seh sie. Kommen auf uns zu. Macht euch bereit! Flankenangriff! Ja. Verstanden! In 5 Sekunden sind wir drin. Bereit? Sehe unser Beschuss! Beenden wir das! Oh. Ja! Zeig's ihm! Das ist sehr gut. Oh. Oh. Alter, ich lauf hier durch wie mit einem warmen Messer durch Butter. Schön unendlich Munition. Schön halb Arasaka zusammen geschossen. Noch jemand? Nein, dachte ich mir. Muss hin. Lief ganz gut. Das ist ein verdammtes Problem, Alter! Oh. Häng dich um! Da wären wir. Für diese Tür brauchen wir einen scheiß Panzer. Hat jemand eine zündende Idee? Lass mich mal. Ach du Scheißteil! Versuch's hiermit. Ah, jetzt verstehe ich, warum wir ihn dabei haben. 3, 1.
Zurücktreten. Halt Kontakt! Lass uns die Wichser platt machen. Einheiten am Boden! Siehst du das? Du willst spielen? Mit mir? Na los! Ja, noch, ne? Ich bin hier! Komm doch! Richtig gut! Ja! Yeah. Komm zu spät. Ich rate dir, sie nicht zu stören. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Hey, hörst du mich? Alt. Ist sie? Alt, komm schon, tu das nicht! Fuck! Johnny. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch eins tun. Den Leuten die Wahrheit zeigen. Ändert nichts. Sie ist... Johnny! Hör auf! Willst du ihn umbringen? Wir müssen los. Johnny, sie ist tot. Oh, fuck. Also, raus damit, bevor du platzt. Thompson, was ist aus ihm geworden? Kein Plan. Haben nie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht, weil du ihm die Fresse poliert hast, damit es dir besser geht. Der Typ war ein beschissener Aasgeier. Wollte Alt von Anfang an nur benutzen. Als Arasaka sie ermordet hat, war das für den das Sahnehäubchen obendrauf. Fuck, hätten sie es nicht getan, hätte er sie gekillt. Alles für seine verkackte Story. Die Aufnahme. Was hat Thompson damit angestellt? Hat er sie jemals veröffentlicht? Scheiße, nein. Hattest mir ja einiges über Alt nicht erzählt. Ach ja? Zum Beispiel? Ich weiß nicht. Dass sie ein Paar wart. Dass sie Soulkiller geschrieben hat. Dass sie tot ist. Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen? Als Geist. Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ins Net. Laber keinen Scheiß. Hab schon zu viele Stories gehört, in denen Runner sich ins Net-Nimmerland verzogen haben. Hätte nur nie gedacht, dass du mit einer um die Ecke kommst. Mir egal, ob du es glaubst, solange du genau das tust, was ich dir sage. Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Die Aufforderung, nicht nach jemandem zu suchen, ist meist der Beginn einer Story, in der man nach jemandem sucht. Was? Wieso? Sie wollte, dass ich einmal die Dinge auf sich beruhen lasse. Weil schon genug Leute umsonst draufgegangen sind. Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Woher weißt du, dass Alt immer noch da ist? Ist ein halbes Jahrhundert her. Und du hast es abgeschottet in Mikoshi verbracht. Netwatch hat sie vielleicht schon vor Jahren gekillt. Oder Arasaka. Oh, versucht haben sie es, glaub mir. Aber ihre winzigen Konzernehirne haben keine Chance gegen eine freie KI wie sie.
Während die im Crystal Palace nach ihr gesucht haben, hat sie für Kang Tao lässig die Ghost City gebaut. Die Ghost City? Was ist die Ghost City? Und Rogue ist mit dir mitgekommen. Wieder. Hab sie gut bezahlt. Hast es selbst gesagt. Sie war die Beste, konnte sich die Jobs aussuchen. Aber aus irgendeinem Grund nahm sie einen Job von einem Rockstar mit Todeswunsch an. Einem, der ständig von Arasaka den Arsch versohlt bekam. Andere Zeiten, Junge. Söldner verkauften sich damals in der Regel nicht an Konzerne. Musstest nur was wie "Lass Arasaka ficken" brüllen und jeder einzelne von ihnen spritzte sofort ab. Inklusive Rogue. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit durchzubrechen, um mit Al zu reden, sie zu kontaktieren. Zu viel für unseren kleinen Profi? Einen Moment. Hat sich aber länger angefühlt. Hab viel aus Johnnys Leben gesehen. Und alt. Das ist möglich. Als Daten sind mit einer wesentlichen Gedächtnisspur des Konstrukts verbunden. Diese Erinnerungen müssen eine emotionale Reaktion ausgelöst haben, die in dein Bewusstsein projiziert wurde. Ja, Emotionen gab's da echt eine Menge. In welchem Zustand ist das Konstrukt? Intakt genug, um Alt von seiner Authentizität zu überzeugen. Was soll das bitte heißen? Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhand's Engramm ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Jenseits gibt es keine Grenzen. Wo sind wir hier? Jenseits der Black Wall. Was? Nur wenige waren hier auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Das Deep Net? Sie wird die Erste sein. Also, du weißt auch nicht, was auf der anderen Seite wartet. Aber bald wissen wir es. Und diese Gestalten? Wilde KIs. Auf der Suche nach einem Durchgang. Hab meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Scheiße. War ja klar. Ihr hattet nie vor, mir zu helfen. Oder? Das spielt keine Rolle mehr. Du wirst das alles zu Ende bringen. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, nee. Ja, wunderbar. Danke, dass man euch so gut vertrauen kann. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Bruder, du bist längst da, glaube ich. Alt? Johnny. Du kannst hier nicht bleiben. Alt Cunningham. Joris, Yapataki Network Lab. Was zum Teufel ist hier los? Sie haben unsere BBSs durchbrochen. Wir waren das nicht. Netwatch. Was? Ja, ich würde sagen, die sind jetzt gegrillt, oder? Hier erreicht Netwatch mich nicht. Du bist es wirklich? Was war das eben? Konntest du sie nicht einfach ausschalten? Netwatch waren diesmal gut vorbereitet. Bestimmt Mosley, der Wichser. Was ist mit Brigitte und den Voodoo Boys? Ich musste sie löschen. Netwatch hat ihre BBS benutzt. Löschen? Soll das heißen, sie sind alle tot?
Dir tun die Penner doch nicht etwa leid, oder? Was? Scheiße. Ich habe einen Netwatch-Agenten hergeführt. Der Typ muss mir einen Tracker untergejubelt haben. Er hat einfach heimlich den Virus der Voodoos mit seinem eigenen Tracker setzt. So haben sie bestimmt hergefunden. Das ist egal. Das gesamte Subnet wurde zerstört. Alt, du hast uns da rausgeholt. Heißt das, zwischen uns ist alles okay? Keine Probleme? Ich habe deinen Engramm-Code erkannt, aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka-Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt, das ist Wie. Du musst ihm das Leben retten. Dieser Chip, der Relic, bringt mich um. Das Konstrukt gräbt sich durch mein neurales System. Das sehe ich. Aber warum ist das mein Problem? Scheiße, natürlich ist es das. Du hast Soulkiller erschaffen. Du hast Arasaka eine Superwaffe gegeben, die mich, dich und die Hälfte der Runner in Night City zerlegt hat. Deinen Tod hast du selbst zu verschulden. Scheiße. Alt, ich bin nach dir reingesprungen. Ist das auch nicht dein Problem? Nein. Die Alt Cunningham, die du im Arasaka Tower retten wolltest, existiert nicht mehr. Das hätte dir klar werden sollen, als du ihren Tod verursacht hast. Johnny war nicht schuld an deinem Tod. Das weißt du nicht. Doch, ich habe seine Erinnerungen gesehen. Das war ein Unfall. Das war seine subjektive Sicht auf die Ereignisse. Eine verzerrte Version, die er in seinem Unterbewusstsein gespeichert und immer wieder abgespielt hat. Sie hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Wenn du nicht Alt bist, wer bist du dann? Ich nutze ihre Engramm-Daten. Kannst du dann auch ihre hochnäsige Bitch-Persönlichkeit abrufen? Kann das Drama hier nicht warten? Keine Ahnung, was ich von der KI erwartet habe. Aber sicher keinen digitalen Beziehungskrach. Das ist gerade nicht hilfreich. Macht's aber auch nicht schlimmer. Okay, du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologien. Was? Aber es ist deine Tech. Du hast Soulkiller erschaffen. Mein Programm hat wenig mit dem gemeinsam, was Arasaka daraus gemacht hat. Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst Wie. Deal? Der beste Netrunner der Stadt kann nicht allein in Mikoshi einbrechen. Mit mir rechnen sie. Mikoshi hat eine ganze Wand aus schwarzem Eis mit meinem Namen drauf. Wortwörtlich. Wie maßgefertigte Gefängniskleidung. Ich lasse mich dort nie wieder einsperren. Was genau kannst du für mich tun? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in deinen Körper ein. Also, rettest du mir das Leben, aber bringst mich dabei um? Dein Bewusstsein, deine neuralen Engramme werden in Datenform gespeichert. Der Rest wird verschwinden. Der Rest? Deine Seele. Ich habe das Programm nicht benannt, aber Soulkiller tut genau das, was der Name verspricht. Scheiße, den Müll will ich mir nicht anhören. Wie hüpft einfach in seinen Körper zurück, oder? Alles bleibt gleich. Nichts bleibt gleich. Das weißt du genau. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Johnny, beschönigt gerne, falls du es nicht gemerkt hast. Du vertraust ihm nicht und das ist in Ordnung. Aber ich verspreche dir, dass wir dich sicher nach Mikoshi schmuggeln. Ich glaube, der menschliche Faktor und ich haben etwas gemein.
Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das LocalNet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Alt, bevor wir gehen, muss ich mit dir reden. Alleine. Nein, das ist nicht möglich. Das nennt man dann wohl Karma. Die Scheißrunner waren selbst schuld. So befriedigend das auch ist, wir müssen los. Stimmt. Grummelbacke ist ja noch übrig. Oh. Okay. Wir nehmen mal alles mit, ne? Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Wow, die ganzen Netrunner sind alle frittiert worden, inklusive Brigitte. Ich will ja nichts beschönigen, aber ich glaube, das wird Placid überhaupt nicht toll finden. Und ja, anscheinend hat sich der Netwatch-Agent über mich sozusagen ja, hier mit reingelinkt. Aber ey, am Ende haben die uns eh nur von vorne bis hinten verarscht, die Voodoo-Boys. Die haben uns von vorne bis hinten nur verarscht. Die wollten uns eh nicht helfen. Die haben auch wahrscheinlich Evelyn Parker das Gehirn frittiert. Also ist halt ein echt beschissenes Ende für sie. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, wir sollten das mal viel lieber schnell abhauen. Ich glaube, das wird hier noch ein Stück weit dramatisch. Hier ist noch irgendwie ein grünes Item. Aber jetzt war weg hier. Oh, zu viel im Inventar. Oh, Leute, ey. Der Defender ist besser als meine aktuelle Waffe. Also geht The Defender. Das Ding geht mal weg. Zerlegen. So, und damit sind wir auch wieder auf Temperatur. Und ich habe auch gleich mal hier alles geladen, falls. Oh Gott. Oh Gott, die sind feindlich. Die haben keinen Bock. Ja, ich glaube, die sind jetzt ein bisschen sauer. Oh Gott, Placid. Ja, der wird natürlich meinen Tod, ne? Ja, tut mir leid, Leute. Also ich habe jetzt gelernt, dass Netwatch zu vertrauen keine besonders schlaue Idee war. Aber wie heißt es schön, hinterher weiß man immer mehr. Ja. Sieh mal. Hey, sieh mal. Siehst du das? Diese Drecksfotzen. Was passiert hier gerade?
Geilst du dich etwa immer so an Arasaka-Dokus auf? Wow, sehr lustig. Sieh dich doch um, was die aus dem Flecken hier gemacht haben. Was immer du sagen willst, sag's. Dir frisst auch was am Kot. Das merke ich. Ich wüsste gerne, wie du tickst, damit ich weiß, mit wem ich's zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Du bist ein Junge aus Haywood, der seinen Block für eine bessere Zukunft verlassen hat. Und jetzt tust du nichts anderes, als für ein paar Annie Scaffs zu jagen. Du bist so ein Arschloch. Und du ein Haufen Scheiße. Vielleicht passen wir doch ganz gut zusammen. Du weißt ja viel über meine Vergangenheit. Naja, ich sehe Bilder aus deiner Vergangenheit. Genau wie du aus meiner. Ich habe echt Angst davor, deine Erinnerungen irgendwann für meine zu halten. Scheiße. Wenn das in beide Richtungen geht, werde ich damit leben müssen, dass mich der große Dexter DeShawn gefickt hat. Werde ich denn was merken? Oder wird es eher so, dass ich mich frage, wovor ich eigentlich Angst hatte? Du verlierst dich selbst. Mehr weiß ich nicht. Das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann. Wie lebt es sich so in meiner Haut? Naja, das meiste ist entweder zu groß oder zu klein. Und deine Hormone sind ein Albtraum. Außerdem nervt die Verzögerung zwischen Sehen und Fühlen. Wenn du von der Pizza abbeißt, merke ich erst nach Ewigkeiten, dass du dich verbrannt hast. Und ich habe früher keine 5 Minuten ohne Zigarette überlebt. Ich brauche echt Nikotin. Glaube, ich gewöhne mich langsam dran. Aber toll ist anders. Sag mir doch einfach, was du willst. Was du wirklich willst. Hilf mir einfach, meine Rechnung mit Arasaka zu begleichen. Das ist alles. Du willst Arasaka zerstören und begraben. Ich will alles. Nur nicht unter die Erde. Wir haben beide unsere Ziele. Und sie passen gut zusammen. Du brauchst Mikoshi, um dein Leben zu retten. Ist das erstmal erledigt, mache ich den Laden platt. Wo wir wieder bei deinem Kreuzzug gegen Mikoshi und das System wären. Okay. Ich sag dir, warum ich Arasaka stürzen will. Aber nur einmal. Willst du es hören? Schieß los. Ich habe erlebt, wie Konzerne den Bauern Wasser und Land geklaut haben. Ich musste mit ansehen, wie sie Night City in einen hoffnungslosen Ort voller zerstörter Träume und leerer Taschen verwandelt haben. Konzerne kontrollieren uns, nehmen sich, was sie wollen. Neuerdings sogar unsere Seelen. Hast wohl recht, da kann ich nicht widersprechen. Wie? Ich erkläre doch keinen Krieg, weil mir der Kapitalismus auf den Sack geht oder ich längst vergessenen Zeiten nachweine. Dieser Krieg ist ein Bürgerkrieg gegen ein System, das außer Kontrolle geraten ist. Ein Kampf gegen das ganze Scheißsystem der Entropie. Kapierst du's nicht? Ich tu, was sein muss, um die aufzuhalten. Wenn ich töten muss, töte ich. Und wenn ich deinen Körper brauche, nehme ich ihn mir, verdammt nochmal. Scheiße, verdammte, verfickte Scheiße! Du kapierst es nicht. Aber das wirst du noch. Ja, was ist da hinten eigentlich los? Warum qualmt's da? Keine Ahnung. Ja, Leute, das war jetzt eine krasse Folge. Unser Deal mit Netwatch hat dazu geführt, dass Brigitte und die anderen Runner gegrillt wurden. Ja, Placid hat uns dann auch noch angegriffen. Aber naja, ich meine ganz ehrlich, Placid hätte uns getötet. Von daher, ja,
Ich weiß nicht, ob man das irgendwie miteinander vergleichen kann. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall Netwatch auch Arschlöcher. Und das ganze Subnet Agwe von den Voodoo Boys ist dicht gemacht. Ja, von daher, wir sind hier fertig, haben ganz schönes Chaos hinterlassen. Und wir haben die Legende von Alt Cunningham gehört. Ja, von der Frau, die Soul Killer geschrieben hat und jetzt irgendwo als wilde KI hinter der Black Wall lebt. Das wird immer spannender, ihr lieben Leute. Deswegen würde ich sagen, ich mache ein kurzes Päuschen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und dann machen wir weiter mit unserem Krieg gegen Arasaka, Mikoshi und vielleicht einem Weg, wie zu retten. Wir werden es sehen. Haut rein und gehabt euch wohl. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare und euer Feedback. Dann sehen wir uns wieder und bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.